Was denn, wann könnt ihr denn blocken? Alter Vater, okay, die Seelen sind weg, scheiße. Okay, jetzt wo die Seelen weg sind. Hinrennen, Leiche looten und scheiß drauf. Alternativplan. Ich springe in die Dreiergruppe und hoffe einfach, dass ich sie irgendwie kaputt schnetzle. Das wäre jetzt eigentlich mein nächster Plan. Anlocken. Kommt her. Oder sie schnetzeln mich einfach kaputt. Ja. Schade, ich dachte, dass es, wenn ich auf sie drauf springe, sie kurz, also mir nochmal 3 Sekunden zum Angriff gibt. Ich probier's nochmal. Ich bin da gerade ein bisschen schmerzfrei, ehrlich gesagt. Es muss doch klappen. Reinspringen, totschnetzeln. Das ist zwar nicht die Dark Souls-Devise, aber... Ich bin faul und hab keinen Bock auf euch, die Wiese. Das war scheiße. Aha, Götterglut. Das hat gekrittet. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Den Raum hier jedenfalls. Das heißt, jetzt geht es eigentlich nach da unten. Hinten durch den Nebel. Oh, beinahe vorbei. Nebel. Kurz mal auf den Tacho gucken, wie lange ich schon aufnehme. Ja, ein bisschen kann er noch. Ein bisschen. Ach ja. Das Hündchen. Ich habe mich ganz vergessen. Ja, kommt, mehr Gegner. Komm. Du hältst mehr aus als deine Kollegen. Dafür meinen Respekt. Mann! Das war knapp. Oh, gut, danke schön. Tritt einfach noch 100 Mal. Sind wie diese
scheiß Lappen, die keine Ahnung haben, wie das Spiel funktioniert, einfach auf denselben gottverdammten Button smashen. Und diese eine Hurensohn-Taktik benutzen. In der Hoffnung, dass es irgendwie funktioniert. Da hinten ist Loot, da will ich hin. Warum brennt da schon wieder was Grünes? Wo bin ich hier zum Henker? Falsch nicht gelaufen. Gerade Schritte gehört. Bin ich hier? Ah, ich bin einmal rumgelaufen. Hä? Das raff ich jetzt nicht. Hier durch den Nebel. Ach so, trottel ich. Ist doch irgendwo. Da sind auch noch Hündchen. Da geht's runter zu den Hündchen. Gut, dann nehmen wir doch gleich die Gelegenheit hier wahr und töten dich. Ebenso wie dich. Da ging es so runter, dann geht es hier weiter. Dieses Gebiet kotzt mich langsam an. Also, weil ich diese dämliche Made auf dem Kopf tragen muss. Drei Hündchen. Die ich einfach vorbeilaufe. Okay, jetzt komme ich nicht an diesem dämlichen Schädel vorbei. Dankeschön. Okay, dann geht das hier noch weiter nach unten. Oh Gott. Schon genug, dass es ein dunkles Gebiet ist, aber so riesig, hätte ich nicht gedacht. Aber scheint vorbei zu sein und umso mehr bin ich. Da war ein Schatzi, der schon wieder verschwunden ist. Gott. Also wenn hier nicht der Tod auf mich wartet, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich gehe da gleich gleich rein. Ich ärgere mich, dass ich das Schatzi, das Kristallvieh verpasst habe. Jetzt gucken, ist hier noch was? Ein Leuchtfeuer um die Ecke so? Oder kann ich hier einfach die Aussicht genießen auf Bäume? Riesige Bäume. Okay. Okay, ich dachte gerade, da hätte sich was bewegt. Es war aber nur fehlerhafte Schattentextur. Ich würde ganz gerne eigentlich ein Lagerfeuer finden, so. Habe ich das schon erwähnt? Ich glaube, ich habe das schon erwähnt. Oh Gott.
Hurensohn. Weil, halt auf mich drauf, Arschloch. Ich weiß nicht, wie viele davon jetzt noch aus dem Boden geschossen kommen. Ja, dich habe ich gesehen. Leider nicht, hinter mir ist auch einer. Hinter mir ist auch einer! Oh Gott. Danke. Ich stehe übrigens drauf, wenn man mich mit Pfeilen beschießt. Das war möglicherweise dumm. Ist mir egal. Es gibt sich einfach wieder ein. Einfach rollen. Einer von denen hinterher? Nö. Ha! Gott. Du schießt auf mich? Natürlich schießt du auf mich. Nee. Wo zum gottverdammten Fick bin ich hier? Ja, geil. Ja. Und was seid ihr denn? Die Geräuschkulisse ist gerade minimal anstrengend. Und ihr vergiftet mich auch noch. Oh Gott, natürlich ist meine Ausdauer leer. Okay, wie ist es hier noch den Loot? Dankeschön. Und hier ist dann der Bossfight. Spiel dein gottverdammtes Ernst, ich habe ein Lagerfeuer übersehen. Ich überlebe nicht mal den Sprung da runter. So sieht's doch einfach mal aus. Ja. Trotzdem die Cutscene ausgelöst. Da muss ich aber hundertprozentig einen übersehen, oder? Sagt mir bitte in den Kommentaren, dass ich ein Lagerfeuer übersehen habe, weil sonst bin ich mad. Das. Wie unerwarteter. Grabenfürst Nito. Er hat kampflos gewonnen. Ach, scheiß. Sorry. Triscan. Aber. Feierabend. Das ist lächerlich. Das ist... Das... Nein, das ist lächerlich. Scheiße.
die falsche Taste gedrückt. Ah, alles klar. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ah, die sehen kriege ich immerhin wieder. Gar keine. Ja, Jungs und Mädels. Das war's für heute. Also für die Aufnahmestation. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ja, und sage, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss und bis dahin. Euer Syro.